Herzlich willkommen. Ich bin's Laser und heute ein neues Unboxing von Tonight. Das ist Tonight der erste Part. Es gibt noch den zweiten Part als Review. Nur vorweg, es handelt sich hier heute um eine etwas größere Taschenlampe von Tonight. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Ding in den Händen hatte, dachte ich, wow. Ich möchte euch das jetzt heute mal zeigen. Hier ist das schöne Stück. Es handelt sich hier um die Tonight Catapult V5 in der Farbe CW Kaltweiß. Ich muss noch mal kurz hier darauf hinweisen, dass mir netterweise dieses Produkt von Tonight für diesen Videodreh zur Verfügung gestellt worden ist. Und ich werde das hier ganz objektiv wie immer euch zeigen. Ich hole euch gleich mal näher ran, aber ich möchte euch mal kurz nur den Eindruck von der Größe zeigen, vom weiter weg, daher heute auch diese Aufnahmeperspektive für euch. Und zwar, wir haben wieder drinne das Bedienungsheft und einmal das Dankeschreiben, die Catapult V5 selber, schön gepolstert, auch wieder hier mit Schaumstoff und hier den Ersatzteilen. So, ich möchte euch diese Taschenlampe jetzt mal kurz von weiter weg zeigen, damit ihr mal so ungefähr einen Größeneindruck habt, um was es sich hier handelt. Ich muss sagen, ich bin völlig baff über dieses Riesenteil. Da haben wir hier einmal das Holster, was sehr praktisch ist, was hier einmal mit einem Knopf gesichert ist und mit Klettverschluss. Und dann kann man das hier aufklappen und hinter den Gürtel klappen. Funktioniert sehr gut, habe ich schon ausprobiert. Dann haben wir hier das Holster, was eine sehr feste Form hat. Also die Form verbiegt sich nicht. Das ist hier eine gute Ausführung, sehr stabil. Und dann haben wir hier wieder unter dem Schutz die Catapult V5. Und jetzt seht ihr mal, was ein Riesen-Oschi das ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwere Taschenlampe, muss ich sagen. Also sie hat ein gutes Gewicht, keine Frage. Der Griff ist echt super, super griffig. Also wenn ich die Taschenlampe in die Hand nehme, habe ich wirklich ein festes Gefühl, dass ich hier was in der Hand habe, womit ich mich im Notfall auch verteidigen kann. Und ihr seht da schon, dass der Aufbau ist ganz schön groß. Also wir kommen hier oben in eine Art Schluchtverhalten, dann wird es immer schmaler bis zum Griff. Und das gibt so ein, ja, so eine Art Hammer-Effekt. Und der obere Teil ist auch schwerer als der untere Teil, wobei die Batterien das doch einigermaßen ganz gut ausgleichen. Ich sehe hier Potenzial als Security, wenn ich die Taschenlampe jetzt mal so halte und einschalte, dann kann man hier schön gucken, was ist los. Man hat die Knöpfe hier oben gleich parat. Und ja, ansonsten kann man mit dieser Taschenlampe auch, man kann mit der Taschenlampe auch zuschlagen. Dafür haben wir hier oben einen gehärteten Ring, mit dem wir auch Glasscheiben, mit dem wir mit dem Body auch Holz zerstören können, Sachen einschlagen können. Das werden wir aber alles im Review testen. Wir werden diese Taschenlampe richtig dran nehmen. Ich werde alles möglich machen. Wir werden auch einen Weitwurftest machen mit der Taschenlampe und gucken, was diese Catapult V5 aushält. Heute nur das Unboxing und dafür hole ich euch jetzt mal näher ran, um euch das hübsche Teil zu zeigen. So, jetzt darf ich euch hier die Catapult V5 mal aus der Nähe zeigen. Ich möchte euch aber noch mal kurz die Verpackung zeigen, wie das Ganze hier angeliefert kam. Hier in dieser schönen Verpackung, hier haben wir den Schutz und hier haben wir noch ein bisschen Zubehör drin, ne? So, ich möchte euch zeigen, was hier noch als Zubehör mit bei ist. Wir haben hier einmal ein Tonight Lanyard, was man in der Größe verstellen kann, was sich bis jetzt immer sehr gut bewährt hat. Und dann haben wir hier noch genug Dichtungsmaterial. Und zwar 3 O-Ringe und 2 Schalterknöpfe, jeweils auch Dichtungsknöpfe, damit wir die Taschenlampe weiterhin auch warten können und sie hier auch vor Wasser geschützt bleibt. Hier das schöne Holster möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Das ist wirklich eine schöne Ausführung. Die Taschenlampe liegt hier wirklich sehr gut drin. Es handelt sich hier um ein wirklich festes Holster. Hier auch wieder mit dem Tonight Sticklogo drin. Das Ganze hat hier, wie gesagt, sehr festen, stabilen Halt. Und hier hinten die Möglichkeit, das Ganze unter einen Gürtel einzuspannen. Einmal so. Wir haben hier unter noch eine extra Lasche. Das heißt, wir haben hier 2 Laschen. Einmal die Klettlasche und dann hier unter am Holster selber nochmal eine separate Lasche. Das heißt, wir können das Ganze einmal aufklippen mit Klett an einem Ranzen etc. auch am Gürtel befestigen. Und dann haben wir aber noch zusätzlich eine feste Schlaufe. Die haben wir hier unter. Die ist hier, die kann man dann extra nochmal unter den Gürtel befestigen, ohne sich auf diesen Klett zu verlassen. Aber der Klett ist eigentlich zur Schnellmontage am Rucksack etc. gedacht. Funktioniert aber auch am Gürtel. Ja, und dann kommen wir zur Catapult V5 UT. Ich muss sagen, eine sehr, sehr, sehr schöne Taschenlampe. Also ich hatte bis jetzt schon lange nicht mehr so eine schöne Taschenlampe in der Hand. Sie sieht auch aus wie eine Taschenlampe. Sie fühlt sich sehr gut an. Sie ist deutlich schwer, muss ich sagen. Also man hat wirklich ein gutes Gewicht in der Hand. Aber man fühlt sich mit der Taschenlampe
ich sag jetzt mal, in Notsituationen fühlt man sich sicher, weil mit dieser Taschenlampe kann man auch zuschlagen oder sich verteidigen etc. Oder in Gefahrensituationen aus Autos befreien, Scheiben zerschlagen etc. Aber dazu mehr im Review, da habe ich was für euch vorbereitet, sehr schönes Video. Seid da noch ein bisschen gespannt auf das Review, das dauert ein bisschen länger, weil ich mir da ein bisschen was einfallen lassen habe. Ich möchte euch kurz die Taschenlampe von außen zeigen. Wir haben hier wirklich ein schönes Design. Wir haben hier oben schöne Kühlrippen, die die Taschenlampe kühl hält. Wir haben hier oben den gehärteten Ring. Wir haben hier vorne kratzsicheres Glas, also gehärtetes Glas, was kratzunempfindlich ist. Das heißt, hier können auch Steine etc. Dann haben wir eine etwas Eintiefung. Das heißt, man könnte mit der Taschenlampe eventuell auch graben. Das werden wir auch machen. Ja, dann sehen wir hier ganz schön diese dicken, fetten Kühlrippen, die sich hier unten weiter fortführen zu den Schaltern und dann zu dem Griffstück, was hier so Karofelder hat, die nach außen stehen kommen. Ihr seht das. Und dadurch hat die Taschenlampe einen wirklich festen Grip. Also ihr habt hier wirklich, ihr habt nicht das Gefühl, euch rutscht gleich die Taschenlampe aus der Hand. Auch wenn ihr ein bisschen damit zuschlägt oder eine Scheibe einschlagen wollt, habt ihr nicht das Gefühl, euch rutscht gleich die Taschenlampe aus der Hand. Also vom Gripgefühl wirklich hervorragend. Dann haben wir hier hinten das Hinterteil flach mit jeweils drei Löchern, wo wir das Lanyard oder andere Befestigung machen können, und den Boden, der keinen Schalter hat, sondern einfach nur eine Kappe. Ja, die Taschenlampe wird mit zwei 18650er Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Wir können die Taschenlampe ziemlich weit auseinanderschrauben. Wir können einmal den hinteren Part auseinanderschrauben. Das möchte ich euch kurz zeigen. Die Gewinde sind wieder sehr gut verarbeitet. Typisch Tonight, wirklich hervorragend. Hier haben wir die beiden 18650er Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die müsst ihr euch separat bestellen. Ich zeige sie euch noch mal kurz in die Kamera. Es handelt sich hier um den Typ. Davon braucht ihr zwei Stück. Ja, dann haben wir hier hinten den Deckel abmontiert. Das Gewinde ist wirklich sehr fein gearbeitet, wirklich sehr gut, sehr hochwertig wieder. Typisch Tonight. Dann haben wir hier das eingefettete Gewinde. Deswegen habe ich auch Handschuhe an, weil das Fett hier so ein bisschen auf den Griff übertragen ist. Müsste man später mal wegwischen. Aber das Gewinde ist sehr ordentlich eingefettet. Und hier haben wir auch gleich den ersten O-Ring zu sehen. Dann können wir den vorderen Part auch noch abschrauben. Hier sehen wir auch feines Gewinde. Wir haben hier wieder eingefettetes Gewinde plus O-Ring, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Was mich ein bisschen irritiert, wir haben hier zwei O-Ringe, es sind aber drei im Lieferumfang. Eventuell kann man noch den Part hier abschrauben. Ja, natürlich kann man das machen, sehr stark. Und zwar können wir hier noch den Lichteinheit abschrauben und dann sehen wir hier den Reflektor. Und auch hier das sauber gearbeitete Gewinde plus den Dichtungsring, der hier verborgen ist, der die Taschenlampe dicht hält. Hier haben wir die Cree. Und zwar handelt es sich hier um eine Cree XP-L HI LED mit einer Lebenszeit von plus 20 Jahren. Das Ganze ist wirklich sehr gut gearbeitet. Ich möchte euch das mal hier kurz in Nahsicht zeigen. Ihr seht das, wirklich hervorragend gearbeitet. Da die beiden Taster und hier das Innenleben mit gefederten Pol, das heißt, hier ist das gefedert, wirklich sehr gut, also hervorragend. Hier der Lampenkopf, der wirklich massiv ist. Ihr seht die Materialstärke. Dann haben wir den Reflektor. Der Reflektor ist extra weit gezogen, damit wir eine sehr, sehr lange Reichweite haben und einen gebündelten Strahl haben. Das ist ein bisschen anders als bei den anderen Tunnel-Taschenlampen, die ihr bei mir gesehen habt. Hier haben wir einen wirklich punktuellen Lichtkegel und außenrum ganz feines Licht. Das werde ich euch aber alles im Review noch zeigen. Also wirklich toll. Und zu guter Letzt das Griffstück, wo wir auch schon die Materialstärke sehen. Es handelt sich hier wirklich um richtig, richtig dickes Material. Also wirklich hervorragend gearbeitet. Auch hier das Griffstück. Wirklich schön. Dann den Unterteil, der ist auch wieder hervorragend gearbeitet. Ihr seht das hier, mit dem kann man auch mal ein bisschen härter zuschlagen. Das Material ist sehr dick, hier wurde nicht gespart. Und auch hier haben wir wieder einen gefederten Pol. Das Ganze hier ist gefedert. Sehr gut. Ja, das Ganze schraube ich jetzt mal wieder zusammen. Wir sehen, wofür die drei Dichtungsringe ist. Man kommt auf jeden Fall hier an die Lichteinheit rein. Man kann hier unten am Boden die Platte rausschrauben und dann kann man die Elektronik rückwärts oder vorwärts rausziehen. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Ich möchte das aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Aber es ist möglich, hier die Taschenlampe komplett auseinanderzunehmen. Genauso wie die beiden Taster.
Ich schraube das Ganze jetzt erstmal wieder zusammen. Ihr hört auch hier beim Zusammenschrauben, das geht hier wirklich sehr fein vonstatten. Die Batterien passen hier hervorragend rein, haben ein ganz leichtes Spiel nur. Und schon ist das Ganze wieder einsatzbereit. Wirklich toll. Ich möchte noch kurz auf die Funktion eingehen, wobei ich das erst eigentlich im Review machen wollte, aber ich mache es jetzt hier trotzdem. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Damit können wir die Taschenlampe ein- und ausschalten. Und wenn wir die Taschenlampe eingeschaltet haben, haben wir hier den zweiten Taster, mit dem wir die vier Modis verstellen können, plus den Strobe-Modus. Aber eine ganz Besonderheit, wofür ich diese Taschenlampe auch sehr deutlich sehe im Sicherheitsbereich, ist, wenn wir den oberen Schalter nur betätigen, und zwar ganz kurz, haben wir hier sofort den Strobe-Modus. Das ist richtig gut, ich finde das wirklich hervorragend, dass man hier nicht gedrückt halten muss oder so, sondern in einer schnellen Situation, wo man sich verteidigen muss, zack, die Taschenlampe aus dem Holster raus, sofort den Strobe-Knopf gedrückt halten und man hat sofort eine Abwehrmöglichkeit mit dem Strobe-Licht, was wirklich sehr, sehr doll in den Augen wehtut, weil es hier mit 1200 Lumen auf den Angreifer losgelassen wird. Ob für Hundeverteidigung, Menschen etc. ist das hier wirklich hervorragend geeignet und haut wirklich sehr, sehr stark rein. Einen separaten An- und Ausschalter haben wir hier nicht, das heißt, wir haben nur die beiden Taster. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, wenn die Taschenlampe im Holster ist, ist mir das schon passiert in dem Test, dass ich gegen den An- und Ausschalter gekommen bin und sich die Taschenlampe eingeschaltet hat. Dafür gebe ich eine kleine Lösung. Einfach die Taschenlampe kurz drehen und dann kann man die Taschenlampe auch nicht mehr ein- und ausschalten. Das nur beim Transport. Eine kleine Sicherheit. Ansonsten kann man die Taschenlampe ruhig geschlossen lassen. Was ich noch toll finde, ist, wir haben hier die beiden Taster mit einer LED-Anzeige und zwischendurch blinken diese blau. Vielleicht kann man das über die Kamera hier sehen. Ich versuche das mal einzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen konntet. Wenn nicht, werdet ihr das im Review sehen. Ich werde das extra für euch festhalten. Die beiden Taster blinken zwischendurch blau und zeigen euch auch, wo die Taschenlampe steht. Das zu dem Unboxing. Ich finde diese Taschenlampe von der Verarbeitung wieder hervorragend. Wir haben hier keine Verarbeitungsfehler. Echt hervorragend gearbeitet. Typisch Tunight. Ja, das war's zu der Katapult V5. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, der erste Teil, der zweite Teil, das Review folgt bald. Ich brauche noch ein bisschen, das wird sehr aufwendig, aber ich habe mir was einfallen lassen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Review und hattet auch Spaß hier bei dem Unboxing. Danke, dass ihr dabei wart zu der Katapult V5. Ich bin euer Laser und schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss!